Hallo und herzlich willkommen, Leute, zu World of Warcraft Legion. Ja, ich hatte ja vor kurzem schon mal ein World of Warcraft Video hochgeladen, wo ich den Geist von Echero oder wie auch immer man ihn ausspricht, den Elch halt, geholt habe. Der eine oder andere von euch hat es vielleicht gesehen und der eine oder andere hat vielleicht auch Bock, in dieses Let's Play reinzugucken. Ja, das ist so ein endlos Let's Play, glaube ich, würde ich sagen, was ich dann immer mal hochladen werde. Wer Lust hat, schaut doch gerne zu. Extra dafür werde ich einen neuen Charakter erstellen. Wird allerdings keine Blutelfe sein, nein, sondern eine Nachtelfe. Und, warte mal, dafür müsste ich eigentlich den löschen, weil ich will den Namen nämlich hier einfach benutzen, den Alexiel. Das Problem sind nämlich immer die Namen, die sind ja dann immer schon weg und dann muss man sich ja, neuer ausdenken. Wenn ich den jetzt aber lösche, habe ich Angst, dass jemand anderes ihn vielleicht tatsächlich schon wegschnappt. Kann ich das denn machen? Den trotzdem dann... Alexiel, das weiß ich nicht. Ich glaube, es ist wegen den Servern einfach, ja, serverübergreifend. Nee, nicht serverübergreifend, sondern einfach namensübergreifend, weil ich ja auf diesem Server schon einen Charakter erstellt habe. Ich glaube, das geht nicht. Ich muss den also schnellstmöglich dann erstellen. Das machen wir jetzt auch mal zusammen. Den werde ich dann Charakter löschen. Und das machen wir jetzt mal eben in der Hoffnung, dass mir niemand hier den Namen wegschnappt. Neuen Charakter erstellen. Ja, da seht ihr auch die Blutelfe, die ich sonst auf Vorderseite sehr oft im Moment spiele. Das ist meine Alexisiel. Die ist schon eine 110erin. Wenn wir also irgendwie Bock auf etwas Größeres haben zu machen, dann werde ich die natürlich nehmen. Ansonsten fangen wir ganz neu mit einer Nachtelfe an, die auch wieder eine Jägerin sein wird. Und die passen wir jetzt auch nochmal schnellstmöglich an. Ich gebe hier schon mal den Namen ein, Alexiel. So, jetzt schnappt mir jemand weg, bin ich sauer. So, die Haut, die können wir, glaube ich, so lassen, aber das sind die Gesichter. Als erstes nehme ich die Tätowierung weg. Die Tätowierung an sich finde ich gar nicht mal immer so schlecht, wobei das hier irgendwie aussieht, als hätte man ihr Nasenpflaster aufgeklebt und sie hätte irgendwie... keine Ahnung, eine Wunde auf der Nase oder so. Aber wenn man die alle so ein bisschen transparenter machen könnte, wären die wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Hier so Blätter und was weiß ich und so Strich finde ich gar nicht so schlecht. Aber halt nicht so krass. Deswegen lasse ich die Tattoos weg. Mache ihr auch mit derselben Haarfarbe mal eine neue Frisur. Am liebsten mag ich diesen Flechtezopf, der bei der Blutelfe übrigens merkwürdigerweise so ganz komisch zittert. Warum, weiß ich nicht, aber er zittert und hier weht er so leicht, sanft, hin und her. Das ist schön und deswegen mag ich den Zopf. Finde das Gesicht auch gar nicht mal so schlecht, was hier gerade schon vorgegeben ist. Ich mag die gar nicht immer so lächelnd, aber ja, hier haben wir auch so einen relativ neutralen Lippenstift. Ist vielleicht auch nicht schlecht, weil man immer nicht weiß, was man für Outfits später hat. Und als Frau achtet man natürlich auf den Lippenstift, das ist natürlich ganz wichtig. Aber dieser leichte lila Stich ist auch schön. Und wenn die so ganz ernst und traurig betroppelt kommen, so, ich habe schlechte Laune, dann ist es auch nicht so toll. Wobei ich diesen neutralen Gesichtsausdruck einfach am schönsten eigentlich finde. Aber hier lächeln sie alle. Und wenn sie eh lächeln, dann kann ich natürlich auch... Der ist auch cool. Hat sie so einen dunklen Lippenstift. Könnte man auch machen. Ist eigentlich auch ganz cool. Oder halt, wie gesagt, was Neutrales. Oder sowas dunkelrotmäßiges. Schwierig. Total schwierig. Jemand anderes würde jetzt sagen, oh, ist doch egal, mach doch einfach. Nein, wer mich kennt, der weiß, dass ich mir Mühe gebe. Denn das Problem ist, das Gesicht kann man hinterher auch nicht ändern. Also, das ist dann erstellt. Wenn es mir dann hinterher nicht gefällt, ich denke, oh nee, dann müsste ich nochmal spielen. Und das wird ab irgendeinem Level halt nicht mehr so einfach. Tja. Ich glaube, ich mache es tatsächlich mal so dunkel. Ich finde das gar nicht schlecht. Ich finde diese Lippenfarbe schöner, aber dann lächelt sie. Ist Lächeln doof? Tja. Oder wir lassen sie lächeln. Komm, lass sie lächeln, denken sich einige. Ist doch egal, mach einfach. Okay, ich lass einfach mal kurz dunkel. Was wollte ich noch? Die Hautfarbe machen. Da lächelt sie auch, ne? Sieht aus, wie sie da genauso... Naja. Was gibt's denn so? Können sie auch wie ein Alien aussehen lassen und mit blauer Haut? Ganz klasse. Aber nein, wir machen das mal so ganz... ganz sanft.
Klassi war so ein bisschen mit menschlicher Haut. In so einem hellen Hautton. Findet das gar nicht so schlecht. Wir könnten sie auch ganz schön findet, den ersten nehmen. So ein bisschen bläulicher. Aber in dem Fall mache ich das mal so ein bisschen menschlich angepasster. Leider sind die Nachtelfen so groß. Das finde ich nicht so toll. Aber gut. Ist der Lippenstift jetzt schon wieder anders? War der nicht vorher dunkler? Bin ich doof? Ach, das hat sich bestimmt geändert durch die Haut, ne? Wahrscheinlich. Das ist ja witzig. Guck mal, jetzt sind die eh alle lila. Dann ist egal. Dann braucht man nicht mehr überlegen. Muss man die Haut tatsächlich ändern? Das wusste ich gar nicht, dass die Farben sich dann der Schminke sozusagen auch ändern. Na gut. Ja gut, ich lasse sie einfach mal so beim ersten, würde ich sagen. Finde ich gar nicht so schlecht. Die sieht mir zu ernst aus. Sehen jetzt alle doch ein bisschen traurig aus. Ich nehme das erste. Wollte ich das erste? Oder wollte ich das... Bin ich verwirrt. So, ne? Nee. So lasse ich sie. So ist sie gut. Frisur, Haarfarbe, haben wir alles. Haarfarbe, vielleicht wollt ihr auch noch verschiedene Haarfarben sehen. Ich finde die Töne eigentlich ganz cool. So dunkelgrün, bla. So finde ich die auch schön, muss ich sagen. So grün. So hell finde ich die auch ziemlich geil eigentlich. Ich lasse sie aber mal blau. Es ist immer schade, dass es tatsächlich keine verschiedenen Haarfarben mehr gibt. Also, dass die alle natürlich angepasst sind, ist klar. Aber eigentlich würde ich mir auch da verschiedene Farben wünschen. Muss jetzt nicht nur so mäßig Nachtelfe, Blutelfe angepasst sein, sondern halt wie man will. Das wird die Charakter halt noch viel mehr individualisieren. Aber gut. So ist es halt. Ja. So erstellen wir sie jetzt mal und dann schauen wir uns mal das kurze Intro an. So sieht jedenfalls die Erstellung aus mit so einem coolen Tiger hier im Hintergrund. Geht ziemlich fix eigentlich, es sei denn, man ist wie ich und nimmt sich ein bisschen mehr Zeit. Aber das hat ja jetzt auch nicht so lange gedauert. Man kann sie auch männlich machen und so weiter und so fort, wie man es halt haben will. Bin ich jetzt so? Das Gesicht kann man ja nicht ändern. Ich kann es nicht lassen, da immer rumzufuschen. Mir das nochmal und nochmal und nochmal zu überlegen. Aber ich glaube, sie ist gar nicht schlecht. So, wir lassen sie so. Ah, und es hat sogar geklappt mit dem Namen und so. Finde ich gut. Ich finde sie eigentlich ganz hübsch. Sie sind halt nur mega groß, aber das werdet ihr noch sehen. Ich weiß nicht, warum die Nachtelfen so groß sind. Die Blutelfen sind halt kleiner. Menschlich angepasste. Wenn die neben den Menschen stehen, sind die normal groß. Die Nachtelfen sind immer so einen halben Riesen. Aber ich mag die Klasse halt einfach sehr gerne. Und deswegen erstellen wir die jetzt und ich wünsche euch viel Spaß. Wir betreten die World of Warcraft Legion-Welt. Nach Jahren der Gefangenschaft im smaragdgrünen Albtraum ist Erzdruide Malfurion Sturmgrimm endlich in die Welt der Sterblichen zurückgekehrt. Wiedervereinigt mit seiner geliebten Tyrande Whisperwind strebt Malfurion nach der Heilung des verderbten Weltenbaums Teldrassil, um der Seele seines Volkes neues Leben einzuhauchen. Doch nun, da der Kataklysmus die Äste ihres enormen Baumes erschüttert, rüsten sich die Nachtelfen gegen den kommenden Sturm. Während Krieg und Zerstörung von allen Seiten drohen, liegt es an Nachtelfen wie euch, Stärke zu zeigen und das Erbe eures Volkes zu schützen. Ja, da kommt hier direkt mein Wui rein. So sieht's aus. Es geht los. Ich bin bereit, mit euch zu spielen. Ich stelle aber gerade fest, dass hier irgendwie alles verstellt ist jetzt. Das ist toll auf einem neuen Server hier. Macht aber nichts. Wir sollten das trotzdem alles hinbekommen. Das kann ich alles immer noch im Nachhinein anpassen. Wir quatschen erstmal. Genau. Das Gleichgewicht der Natur. Seid gegrüßt, Alexiel. Ich bin... Wie heißt der? Ritterleine oder so. Meine Aufgabe ist, im Laubschattental besteht darin, junge Helden wie euch auszubilden, Jägerin, und sicherzustellen, dass das Naturgleichgewicht erhalten bleibt. Der
Frühlingsregen war dieses Jahr besonders reichlich. Einige Geschöpfe des Dschungels haben davon profitiert und andere haben darunter gelitten. Unglücklicherweise ist die Zeit der Nachtseebler zu groß geworden und sie werden andere Kreaturen ausrotten, wenn sie nicht selbst dezimiert werden. Ja, reist weiter, Jägerin, und dünnt die Populationen der Nachtseebler aus, damit die Harmonie der Natur erhalten bleibt. Ja, das machen wir natürlich. Los geht's. Ich möchte das hier eigentlich nicht haben. Hallo. Ich möchte das hier nicht drin haben. Ach, jetzt muss ich tatsächlich... Hallo. Ich weiß nicht, warum mein Programm, hier mein Interface-Programm, jetzt hier alles neu machen will. Das ist irgendwie leicht nervig. Vor allem, dass ich das nur einmal am Anfang gemacht habe und überhaupt keine Ahnung habe. Gesamtdaten zurücksetzen. Freigeben. Bla, 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 bla. So. Kann ich das hier einfach nicht... Schieb das jetzt da oben einfach hin. So. Ganz professionell. Kein Bock. So. Jetzt geht's los. Die Viecher dezimieren. Es geht ja gar nicht. Und warum ist das hier unten? Oh, das ist ja alles hier alles verschoben. So. Voll gut vorbereitet und so. Kann man aber auch nicht vorbereiten. Hast du Bock? Ich spiele eigentlich nicht mit Maus. Ich wollte es eigentlich auf die 1 und die 1 ist da. Das ist natürlich auch schlau gewesen. Dann packe ich es natürlich wieder dahin. Ja, ja. Sammel mal alles schön ein. Ja, sammel das ein. Die Katzen, die guten Katzenhaare. So, die Rehe, die wollen wir nicht töten. Wir wollen Nachtseebler dezimieren. Mit der wunderschönen Nachtelfenmusik hier im Hintergrund. Deswegen spiele ich gerne Nachtelfe. Und freue mich sehr darüber, das mit euch eigentlich nochmal zu machen. Ja. Weg mit den Nachtseeblern, die müssen dezimiert werden. Keine Zeit für sowas. Komm. Ja, ja, mach die mal kalt hier. Die auch gleich. Ja, alle weg damit. Wir sind natürlich noch sehr langsam. Wir sind erst am Anfang unseres Abenteuers. Und das dauert ein bisschen jetzt. Aber so ist der Einstieg. Und das ist auch in Ordnung so. Ja. 4 von 6. Na Gott sei Dank. Diese nervigen Nachtseebler. Die braucht doch keiner. Sind eigentlich ganz süß. Aber wir haben ein sehr schönes Reittier, der hilft uns hier. Der wird natürlich auch noch einen Namen kriegen. Natürlich. Wir sind ja hier noch am Anfang. Was ich halt immer ganz gerne mache, bei neuen Tieren, und die habe ich natürlich mit meiner 110er-Jägerin von Blutelfenseite. Jetzt gehen wir wieder zurück zum Fragezeichen. Da habe ich natürlich schon ganz viele Begleiter, die ganz viele schöne Namen haben. Und dann mache ich tatsächlich immer so eine Namenskartei auf und überlege mir was Schönes, was zu dem Tier passt. Und manchmal sogar nach Bedeutung. Also wenn die zum Beispiel an so einem bestimmten besonderen Ort gefangen wurden oder so, dann überlege ich so, was passt zu dem? Und ja, das ist, finde ich, schön. Seid gegrüßt. Seid eurer Pflicht vorbildlich nachgekommen, Alexiel. Na! Tut mir leid, Jägerin. Keine der neuen Rekruten sind bereit. Sie müssen noch viel lernen. Ja, das ist natürlich schade. So, verderbtes Teufelsmoos. Ich fürchte, die Zeit steht nicht auf unserer Seite, Ithalane. Die Schlacht könnte auf Tel Drassil übergreifen, wenn wir nicht rasch handeln. Ja, wir überlassen euch eurem Training, Ithalane. Das ist euer Wissensgebiet. Studiert anständig, Alexiel. Ihr werdet an unserer Seite kämpfen müssen, bevor sich der Mond das nächste Mal füllt. Ciao. Okay. So, ihr scheint zu wissen, was ihr tut. Vielleicht kann ich euch mit einer etwas gewichtigeren Aufgabe betrauen. Natürlich. Wir wissen, wie ihr vielleicht wisst, wurde die Verderbnis in Tel Drassil angeblich ausgemerzt. Und dann, doch geht etwas Verdorbenes um. Die Kreaturen haben sich nicht beruhigt und es plagen uns weiter alle möglichen Probleme. Ihr müsst euch um die Grellkin kümmern, die sich im Westen versammelt haben. Und während ihr dort seid, möchte ich, dass ihr sie nach Teufelsmoos absucht. Dies wird mir helfen, herauszufinden, woher diese fortgesetzte Verderbnis stammt. Selbst sammelt 6 Teufelsmoose von den Grellkin im Westen von bla. Geht in Frieden. So, ja, natürlich, wir sind friedvolle
Menschen. Hat er noch was für uns? Nein, der hat auch noch was für uns. Den nehmen wir auch noch mit. Normalerweise lese ich das schon immer gar nicht mehr. Dämonische Diebe, bösartige kleine Grells. Sie haben schon wieder etwas von unseren Lebensmittelvorräten gestohlen. Wenn es euch nichts ausmacht, mir zur Hand zu gehen. Sie haben sicherlich meine gestohlenen Taschen in ihrem Lager im Westen. Ich werde euch mit Freuden belohnen, wenn sie mir sie zurückbringt. Beschafft mir gestohlene Taschen. Ja. Okay, tschüss. Tschüss. Hier ist jemand AFK. So. Los geht's. Können wir auch eigentlich da lang laufen? Orientierung wird noch ganz lustig hier. Könnt ihr euch drauf verlassen bei mir? Ganz furchtbar bei mir. Ich glaube, das hatte ich beim Geist von Echero auch schon gesagt. Dass ich da irgendwie mich schwer tue. Ja, das hier unten ist das Interface. Wir haben hier einen Angriff, habt ihr gerade schon gesehen. Die einen machen das mit Maus, klicken halt drauf. Die anderen mit den Zahlen und Tastatur und Mausklicks und so. Wie man es halt besser findet. Hier ist schon was zum Einsammeln. Ich glaube, das sind die Taschen. Sieht jedenfalls so aus. Ja, wunderbar. Muss auch noch das automatische Looten einstellen. Das mache ich alles gleich mal in Ruhe. Wenn ich den ersten Part hier aufgenommen habe. Was wollte ich sagen? Genau. Und das ist halt so ganz individuell, wie man das halt lieber mag. Ich denke aber, dass man halt mit Mausklicken nicht so weit kommt vom Spielen später, wenn es dann schon anspruchsvoller wird, als wie wenn man es sich vielleicht über die Hände angewöhnt hat. Ich habe immer gedacht, das kriege ich gar nicht hin, aber man gewöhnt sich an alles. Und sonst bin ich ja eher so der Gamepad-Controller-Mensch, wie ihr wisst. Sollen wir die eigentlich töten hier? Nee, ne? Oder? Sollten wir die schon töten? Mach das einfach mal. Ich mach das einfach mal. Nee, mit Täusche, die muss man doch auch im Quest. Sind das die wir wollen? Ja, komm. Hast du Bock? Na? So, hat der jetzt schon was? Ja, okay, die haben das Teufelsmus. Genau. Dann ist ja richtig. Wir sind noch nicht so schnell. Boah, alles so ein bisschen hier zum Laden. So, und noch einen davon. 2 von 6. Komm mal her, du, da hinten. Hauptsache, es greifen uns nicht zu viele auf einmal an. Dann haben wir ein Problem. So, 3 von 6. Guck mal, der steht da auch schon so. Als hätte er Lust zu sterben. Komm. Ja, so eins nach dem anderen hier, ne? Wunderbar. 4 von 6. Komm her, du kleiner... Wie heißen die jetzt eigentlich? Grellkin? Du kleiner Grellkin. Naja, jetzt kommt noch einer. Das ist nicht so lustig. Ich war mit dem anderen ja noch gar nicht fertig. Mach mal den anderen da platt. Und weh, da kommt jetzt noch ein dritter, du. Dann reicht's aber hier. So, jetzt haben wir aber genug davon. Jetzt aber schnell weg hier. Das haben wir schon erledigt. Was ist mit meinem Gefährten? Muss wiederbelebt werden. Ist gestorben. Der hat noch nicht so viel einstecken können. Sehr hübsches Tigerchen. Hier, der kleine Weiße. Süße. Würde ich mir fast holen, wenn ich so einen dann noch nicht am Anfang hätte. Also ich finde, es ist ein sehr schönes Starttier für den Anfang. Ich glaube, bei den Drenai ist das so eine Motte. Toll, oder? Aber die ist eine hübsche Motte. Von daher. So, toll, ihr habt's gemacht. Für euren Dienst an den Geschöpfen des Laubschattentals habt ihr euch eine Belohnung verdient. Meine Sorge habt ihr jedoch bestätigt. Die Grells sind trotz der Segnung Teldrassils noch immer von Teufelsmoos befleckt. Etwas Finsteres ist in den Baum verblieben. Ich kann nur hoffen, dass der Furbolgstamm, der Knarzclown, frei von Verderbnis ist oder wir sind noch immer in großer Gefahr. Ich werde mich näher damit befassen und mich mit demjenigen in Verbindung setzen, die uns helfen können. Hab Dank, Lehrerin. Ja, das haben wir gerne gemacht. Womöglich seid ihr bereit, uns beim Kampf gegen die Verderbnis zu helfen, die das Laubschattental heimsucht. Mondpriesterin Dentaria Silbertal hat uns ihre Hilfe angeboten.
Ihr solltet sie zwischen den beiden Teichen nördlich unseres großen Baumes finden. Schlagt einen Bogen um den Baum, um zu ihr zu gelangen, und helft ihr so gut ihr könnt. Ja, das machen wir natürlich. Vielen Dankeschön. Ich nur dir. Was geht? Ich habe keine Vorräte für meine Kunden. Bis meine gestohlenen Waren wieder bei mir sind, wird es laufen. Genau, bitteschön. Ilun sei gepriesen. Und ihr ebenfalls, Herren. Viele junge Nachtelfen benötigen diese dringend, aber es ist mir eine große Freude, euch eine dieser Taschen zur Belohnung zu bereichen. Ich bin mir sicher, sie wird euch von Nutzen sein. Yeah! Und da haben wir doch glatt schon die Stufe 3 erreicht in einem Part. Das ist doch schon mal was. Das geht natürlich viel schneller, wenn ich jetzt nicht lese, sondern einfach lauf. Aber das ja, ist ja nicht weiter schlimm. So, jetzt haben wir hier unsere Karte. Hier wollen wir hin. Auf das Fragezeichen rennen wir zu. Und das war dann eigentlich auch schon der erste Part. Das ist doch schön. Ist ein schönes Spiel. Hätte ich nicht gedacht. Was wird euch hier? Ich lauf hier so rum. Töte, dezimiere, was man eben so macht. Als Nachtelfenjägerin. Ja, da vorne ist das Fragezeichen. Da müssen wir da helfen. Die sind krank. Da ist die Dentaria Silbertal. Ich nur dir. Es ist gut, dass ihr gekommen seid. Es scheint, eure Ausbildung schreitet schnell voran. So, Iverons Gegengift. Unser Freund Iveron ist vom Gift der Waldweberspinne befallen worden. Ich kann dafür sorgen, dass sich sein Zustand nicht verschlechtert, aber ich brauche jemanden, der eine Zutat sammelt, damit ich ihm ein Gegengift mischen kann. Überall um die Teiche herum solltet ihr Mondblütenlilien finden. Diese Blumen wohnt eine große Heilkraft inne. Wenn ich sie gemeinsam mit anderen Zutaten verwende, die ich bereits kann, kann ich sie wieder gesund machen. Würdet ihr sie für mich sammeln, es müsste viele in Sichtweite von hier in der Nähe des Ufers geben. Elun, erleuchte euren Weg. Genau. So, die Blumen also einsammeln, die guten Lilien hier. Ganz ungewohnt, dass ich das alles selber einsammeln muss. Hier sind ein paar Rehe. Diese nicht zähmbaren Tiere hier, die, ja, kann man, wie ich schon sagte, nicht zähmen. Woher weiß man das? Man probiert es eigentlich aus, aber irgendwann weiß man es einfach, dass diese Tiere nicht leider als Begleiter zähmbar sind. Und andere halt schon. Das ist schade. Es gibt ja Einhörner. Und ich will ein Einhorn. Und man kann kein Einhorn zähmen. Das ist sehr schade. Aber ist so. Ja. Glück ist, dass ich halt schon gewisse Reittiere und so weiter im Spiel habe, sodass ich mich darum nicht kümmern muss, außer um das Reiten selbst und so. Aber was ich mit meinem 110er-Jäger schon gemacht habe, da kann ich mir einiges von gönnen mit diesem Charakter. Wir müssen also nicht ganz alles zusammen machen. So, das war's schon. Die gute Heilkraft kann ihr helfen. Ich bin geehrt. Unseren lieben Freund geht es nicht sehr gut. Trotz meiner Pflege habt ihr mitgebracht, was ich benötige? Ja, haben wir. Die sind perfekt. Habt Dank, Alexia, besonders für eure Schnelligkeit. Ne? Toll. Die Beschützerin des Waldlandes. Nun muss ich euch um einen Gefallen bitten, der durchaus... Oh, jetzt sagt sie schon, Iverons Gift ist geheilt, aber es wird eine Weile brauchen, bis er sich erholt hat. Ja, ist ja kein Ding. Die rätselhafte Beschützerin des Waldlandes, Tarindrella, ist... ins Land Laubschattental zurückgehen. Ich stotter hier auch so vor mich in diesem Part, ne? Die Anwesenheit der Dryade war das letzte Mal von der Segnung von Deltrasil zu spüren. Irgendwas muss im Argen liegen, wenn sie zurück in dieses Land gereist ist. Sucht nach Tarindrella in der Schattenweberhöhle im Norden. Es ist gefährlich, aber wir werden dieses Gegengift sicherheitshalber bereithalten. Sucht nach Dryade mit dem Namen Bla. Dieser Tarandella. Tusnelda. Die suchen wir. Das machen wir im nächsten Part von World of Warcraft. Und ja, suchen diese tolle Schattenhöhle. Mal gucken, was da so auf uns wartet. Ich laufe da schon mal hin. Da ist das Fragezeichen schon. Ja, und dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Da fährt schon mal einer voraus. Kann man ja mal machen. Tja. Wir nicht. Wir können das noch nicht. Hier ist die Höhle. Teldrassil, Territorium der Allianz, entdeckt Schattenweberhöhle. Wunderbar. Die ist jetzt hier auch zu sehen. Und dann schauen wir uns das nächste Mal an. Da kommt sie auch schon, die Tusnelda, Tarindrella. Da galoppiert sie neben uns her.
wir sehen uns und hören uns im nächsten Part. Und ich freue mich, wenn ihr mir einen Daumen hoch hinterlasst, falls es euch gefallen hat. Und ja, hinterlasst mir ein Feedback. Ich lese mir alles durch. Bis dann.